Guten Tag, ich rufe bei O2 an. Beim ausgezeichneten Kundenservice von O2. Ich stimme zu der Aufnahme. Mit Ob das Ihrem O2 anmacht? Einverständnis möchte Telefonica dieses Gespräch Ich sage zur einen normalen Okay Serviceoptimierung oder vielen aufzeichnen, Dank. mithören und weiterverarbeiten. Aber Sie nein, können Ihr ihr hört jetzt, Einverständnis ich stimme jederzeit zu. bei unserem Mitarbeiter mit Wirkung für die Zukunft zurücknehmen. Gutes Sind Sie Angebot. damit einverstanden? Ja, ich bin einverstanden. Gerichtlich wird das Mit gesehen. Ihrem Einverständnis Kein möchte Dank. Telefonica dieses Gespräch zur Serviceoptimierung aufzeichnen, mithören und weiterverarbeiten. Sie können Ihr Einverständnis jederzeit bei unserem Mitarbeiter mit Wirkung für die Zukunft zurücknehmen. Haben die zwei Sind auf dem Sie gleichen damit Knopf gedrückt? einverstanden? Ja, ich bin einverstanden. Ihr auch? Fragezeichen. Geht es bei Ihrem Anliegen um die Handynummer, von der aus Sie gerade anrufen? Ja. Zum Schutz Ihrer Daten benötige ich jetzt noch Ihre vierstellige persönliche Kundenkennzahl. Echt, oder? Danke. Der Abgleich war erfolgreich. Echt? Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld, während ich Ihre Daten aufrufe. Bum, bum. Okay. Beschreiben Sie in einem kurzen Satz, wie ich Ihnen helfen kann. Datengeschwindigkeit ist langsam. Störung Internet. Entschuldigung, ich habe Sie erneut nicht verstanden. Störung Internet. Sie vermuten eine Störung in Ihrem Mobilfunknetz vor Ort. Ja, Wir nicht mehr geben vor. Ihnen Tipps zur ersten Fehlerbehebung und erklären, wie Sie die Störung schnell und einfach melden können. Gehen Sie dazu auf o2.de/info/net. Möchten Sie diese Information noch einmal hören? Nein. Top. Nein. Top, Möchten top. Sie weiterhin? Ist gedrückt. Danke. Ich bitte jetzt darum, ob ich es auch habe in dem Dach. Dann soll er mich verbinden oder sie dumm arme dumm zu jemandem, der es erlaubt. So ein dumme dumm. So ein ist verrückt. So dumm ist verrückt. So ein dumm. Dann möchte ich mit dem plappern, der sagt, das ist nicht erlaubt. Und dumm ist tot. Guten Tag. Summe, Summe, schau, was die für Namen sagen lassen. Beim Namen drücke ich auf Lautsprecher. Du Mann ist tot. Wenn ich nach dem Namen frage. Tot! Dumm! Ja, guten Tag, Maßmann, mein Name. Ich wollte vorher noch anmerken, ich habe ja zugestimmt, damit das Anruf aufgezeichnet wird. Und ich wollte fragen, ob ich das auch aufzeichnen darf. Das wäre nur gerichtlich. Also hier ist, das ist nicht privat. Ich werde es nicht privat veröffentlichen. Aber ich wollte fragen, ob ich das aufzeichnen darf. Jetzt ist Ton weg. Oh, Stummer ist tot. Ton ist weg. Stummer ist tot. Stummer ist tot. Stummer ist tot. Doch, habt ihr gesehen? Stummer. Stummer. Seht ihr irgendwas? Hey, was ist jetzt los? Stummer ist tot. Stummer. Hey, Tom ist tot. Wer hat hier aufgelegt? Hey, cool. Tom ist tot, rufen wir nochmal an. Probieren, fangen wir das gleiche nochmal. So, Tom Beim Bame. ausgezeichneten Kundenservice von O2. Merken wir gerade den ausgezeichneten Service. Mit Ihrem Einverständnis
Ich werde Möchte weisen. Telefonica dieses Gespräch Damit ich zur mich auf den Knopf drücke. Serviceoptimierung aufzeichnen, mithören und weiterverarbeiten. Ich auch. Sie können Ihr Einverständnis jederzeit bei unserem Mitarbeiter mit Wirkung für die Zukunft zurücknehmen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, bin ich. Da waren wir dumm. Wir haben ja erst vor kurzem miteinander gesprochen. Geht es wieder um die Rufnummer 01? Ja. Zum Schutz Ihrer Daten benötige ich jetzt noch Ihre vierstellige persönliche Kundenkennzahl. Ah ja. Wird das alle guten Dinge sind drei, oder ja? Danke. Der Abgleich war erfolgreich. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld, während ich Ihre Daten aufrufe. Dann kennen wir aber Spielchen. Sie so haben uns erst vor kurzem kontaktiert. Stimmt. Rufen Sie aus dem gleichen Grund an wie beim letzten Mal? Ja. Das ist Gerne. Tourette, das Grenze, nicht von mir. Ich verbinde Sie mit unserem Service-Team. Dankeschön. Viele Antworten rund um Smartphones und Tablets, die Bedienung, Einstellungen oder Reparatur. Ihr habt ja gehört. Und einfach online ich stimme zu der Aufzeichnung. O2.de. Jetzt frage ich wieder den O2-Mitarbeiter. Ich war gerade eine Frau. Dummbarm ist tot. Wir werden herausfinden, oder Gericht, wer aufgelegt hat. Dummbarm ist tot. Aber wir sehen, ich drücke nicht auf, auf Auflegen. Danke, Herr Mitschko. Ja, guten Tag, Maßmann, mein Name. Ich muss vorher anmerken oder will auch fragen, weil ich habe der Aufnahme zugestimmt von dem Gespräch und ich wollte fragen, ob ich das auch aufnehmen dürfte. Das wäre nur zu Sicherheitsgründen und ich werde das nicht privat verwenden. Das ist aus den Gründen, weil, weil ich werde gehackt und das wäre letztlich im Endeffekt nur für die für die Rechtsinstanzen. Und das ist ja einfach aus Sicherheitsgründen. Also jetzt aktuell sehe ich mich auf dem Video, ich winke in die Kamera und ich habe das Handy in der Hand und ich habe nicht auf Lautsprecher. Da wollte ich fragen, ob das in Ordnung ist. Also ich werde garantieren, das ist nur für die Fall, für den Fall der Fälle für O2 und für die Rechtsinstanzen, weil ich werde gehackt und ich habe vorhin gerade eine SMS erhalten, damit das nicht, damit das, ja, weil ich habe nur 50 Mbit. Obwohl ich Unlimited habe und ja, ich zahle für 500, aber ich habe nur 50 Mbit und 10 im Upload. Also irgendwas stimmt hier nicht und ich wollte das einfach auch einfach auch sichern, weil ich weil das ist eine Rechtssache und da wollte ich fragen, ob das in Ordnung ist. Also ich werde ja. Ja, 77203, ja, ja, richtig. Ja. Also ich meine, das habe ich schon öfters gemacht, das hat niemals etwas gebracht. Okay, also das ist aber am Telefon ist mir immer gesagt worden, damit das resettet wird und damit ich mein Handy ausmachen soll. Und dann in einer halben Stunde, ja, okay. Okay, aber Sie haben gerade gemeint, das wurde noch nicht gemacht und jetzt wurde es doch am 10. gemacht. Ja, aber das hat nie, also das hat nie einen Unterschied gebracht. Und ich bezahle, wie gesagt, ich kann das beweisen, ich zahle für 500 Mbits, aber ich habe garantiert immer nur 50 im Download und 10 im Upload. Und ich zahle, wie gesagt, für 50 Mbit, 500 Mbits, aber letztens habe ich mit einem Mitarbeiter telefoniert, der hat gesagt, ich zahle zu viel. Und dann hat er das geändert und das ist dann abgelehnt worden. Das wäre auch ein Thema, warum ich anrufe. Also ich zahle jetzt 62 Euro und der Mitarbeiter von O2 hat gemeint, ich zahle zu viel. Dann hat er das geändert und das ist dann abgelehnt worden. Deshalb würde ich auch erstmal um das reden, wenn es geht. Aber Aufnahme, ist das erlaubt oder weniger? Oh. Okay, aber die Frage bezüglich von der Aufnahme, was sagen Sie da dazu? Dürfte ich Sie auf Lautsprecher stellen oder weniger? Kein Ton, nichts mehr zu hören nach meinem weniger. Stopp, alles tot. Wieder aufgelegt! Stopp! 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 Hey, Polizei, dumm, alles tot. Dumm, alles tot.
Schon dumm ist tot. Ich glaube, jetzt beenden wir, oder? Schon dumm, hey. So dumm. Hey, so dumm, Bam. Hey, Technik. Wieso wird hier immer aufgelegt? Stombam ist tot, ja. Den gebe ich den YouTube. Ich habe noch nicht auf Lautsprecher gemacht, O2. Stombam, Sie haben gesehen. Ich habe nicht auf Auflegen. Das ist schon mit einem Mitarbeiter von O2, oder? Alle guten Dinge sind drei O2. Stombam ist tot, ja. Meine Nummer habt ihr. Aha. Stombam ist tot. Stombam ist tot. Stombam ist tot. Stombam ist tot. Stombam. Nö, Totenbamme. Stombam. Stombam, hey. Ja. 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 Miteinander gesprochen. Geht es wieder um die Rufnummer O2 hört zu, oder? 6 1 2 3 7 2 Ja. 9. Zum Schutz Ihrer Daten benötige ich jetzt noch Ihre vierstellige persönliche Kundenkennzahl. Danke, der Abgleich war erfolgreich. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld, während ich Ihre Daten aufrufe. Ich werde das Handy so halten, damit ihr wieder seht. Aber ich lege Sie nicht haben uns auf. erst vor kurzem kontaktiert. Rufen Sie aus dem gleichen Grund an wie beim letzten Mal? Ja. Ist theoretisch nicht Gerne. meins. Aber. Ich Was soll verbinde das Sie jetzt? mit unserem Service-Team. Weil er jetzt einen Knopf gedrückt, der Hacker, oder? Antworten Ist rund um tot. Smartphones und Tablets, Einstellungen oder Reparatur finden Sie schnell und einfach online unter o2.de/service/smartphones. Ja, guten Tag, Maßmann am Apparat. Ich hätte jetzt gleich erstmal eine Frage, weil ich habe jetzt zwei Mitarbeiter gefragt, ob ich das Telefonat aufnehmen darf. Und dann ist das Telefonat jedes Mal beendet worden. Also ich habe nicht aufgelegt, jetzt läuft auch Videokamera, wo ich das als Beweis hätte. Und jetzt ist auch aufgelegt, oder? Sind Sie noch am Telefon? Wie bitte? Okay, ja. Okay, gut. Weil ich, ja, ich wollte einfach auch was, weil ich habe der Aufnahme zugestimmt. Und deshalb wollte ich vorher im Gespräch auch fragen, ob ich das auch aufnehmen darf. Und ich kann garantieren, damit ich das nicht privat mache, sondern nur aus in rechtlichen Bezugnahme, weil ich ja gehackt werde und so. Also wäre das von Ihrer Seite aus erlaubt, damit ich das aufnehmen dürfte oder auch Sie auf Lautsprecher stellen dürfte? Wie bitte? Okay, gut, Dankeschön. Ja, es ist, also jetzt bin ich jetzt bei der Technik. Da hat jetzt mit dem, weil mir ist vom Mitarbeiter gesagt worden, gestern oder vorgestern, damit ich zu viel bezahle, weil ich Kunde bin. Also 60 Euro, ich zahle 62 Euro, da bin ich jetzt bei Ihnen wegen den Kosten falsch, oder? Das sind Sie leider falsch. Okay, Sie sind gut. bei DSL-Technik, solange es mit dem Festnetz zu tun hat und Internet zu Hause, also Router, Okay. kann ich Ihnen weiterhelfen. Aber solange es mit einer Rechnung geht, Okay. kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Okay, nett, aber dann, weil ich werde zum Beispiel gehackt und ich habe Mobil-Internetvertrag Unlimited 500 und ich habe garantiert nur 50 im Upload. Also 5, 10 im Upload und 50 im Download. Okay, aber das ist oder für einen DSL-Anschluss. Das ist Weil das ist Mobil. etwas anderes, Es ist, Mobilfunk. ich bin Mobilfunk. Mobilfunk, das ist dann aber auch ein anderes Thema. Okay. Nur einen Moment, ich kann sehen, ob ich eine Abteilung hier habe, Okay, die gut. Sie dabei unterstützen können. Gut, danke, danke. Also, ich habe hier die Vertragsabteilung von der Mobilfunkabteilung. Wie Sie sagten, es handelt sich ja über die Kosten. Damit Sie das mit dem begleichen, dann Okay. alles, was technisch zu tun hat, können die Abteilung Sie mit der Technik von Mobilfunk verbinden. Okay, gut, ja gut, vielen Dank. Okay, sehr gerne. Ich leite Sie Danke, weiter danke. und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke, gleichfalls. Ciao, ciao. Dankeschön, ciao, ciao. Jetzt mache ich wieder Ton. Ja gut, mal aufgelegt haben. Und warum nicht?
aber ich lege nicht auf. Nun war nicht tot. Ich mache nur den Lautsprecher aus. Wir haben gesehen, zweimal aufgelegt. Alle guten Dinge waren drei, jetzt ist Nummer vier. Ja, war nicht tot. Das Tumbam ist tot, geblabbert und gegrinst, ist nicht von mir. Aber werte Mitarbeiter von der Tour. Wir werden sehen, ob sie auflegen oder aufgelegt haben. Tumbam ist tot. Tumbam ist tot. Hey, dann gehe ich in den Chat und habe den Link von diesem Anruf hier. Zur Mitarbeiterschaft. Tumbam ist tot. So, war jetzt, weil er zugestimmt. Tumbam mit Festnetz und Dings. Tumbam ist tot. Die einen wohin leiten, wenn ich doch eindeutig Mobilkunde bin, sieht man auch an der Telefonnummer, oder ja? Nun, Bam ist tot. Nun, Bam ist tot. Schaut, das Tumbam ist tot, geblabber gleich. Ist noch da. Oder ja? Oh, du. Hey, Tumbam. So, ein Nachbar in Deutschland. Dumm, das ist der andere Nachbar. Nun, Bam ist tot. Der ist wieder ein anderer. Dumm. Und sogar der letzte wieder. Dumm. Der ist da auch. Dumm. Das könnt selbst haben, wer das ist. Euer Nachbar ist nicht mehr klar. Ist ja klar. Dumm, Bam, dumm. Ja, das Tourette-Prinzip, wenn es bei mir Tourette-Prinzip ist oder nicht mein Verstand, haha. Ich grinse auch nicht, somit ist es welcher Verstand hier. Richtig. Euer Nachbar. Ob der jetzt speziell bei Ihnen, der O2-Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, wird. Das wissen wir, was? Tumbam ist tot. Dumm. So tun auch dabei. Tumbam ist tot. Könnt ihr sehen? Ein Imbit, oder? Tumbam ist tot. Ich lade hier nicht rauf und runter, oder? Tumbam ist tot. Kilobit habe ich jetzt. 79. Oder ne? 500 Kilobit. Tumbam ist tot. Dumm, war mir dumm. Haben wir hier mitbekommen, oder? Direkt nach meinen Worten. Achte Minute. Da nicht, ich drücke da nicht aufs Auflegen. Und dann ist tot. Das müssen sie erst, wenn jemand die Existenz klauen, oder? Aber das ist auf Aufnahme. Dummbam ist dumm, er stimmt zu, oder sie? Dort. Dummbam ist tot. Hey, das unter dem Telefonat ist es da nicht, oder ist geblabbert? Tumbam, dumm, das hier, ja. Tumbam. Da brauchte ich jetzt sie haben den zum Lachen oder doch. Melodie ist. Sagten Sie schon einmal, aber ja, danke für die Erinnerung. Wer lacht jetzt wieder? Von der war das keiner? Und wer lachte jetzt? Genau.
bei O2? War das nur? Keiner. Dom, bam, dom. Dieses Tourette ist gleich weg und lege ich wieder auf. Gibt's wieder voll, voll, voll Applaus, Applaus. Dom, bam, ist doch top, top. Jetzt sind wir gespannt, wie die sich gleich ist. Und Minute 10, jetzt geh! Jetzt! Minute 10, dom, bam, dom. Jetzt tun wir dann gleich sehen. Minute 10 und Sekunden sind wir auch bei 10. Dom, bam, dom. Dom, bam, dom. Dom, bam, dom. Hört hier ein Depp zu? Oder ja, also nicht Sie jetzt, der O2-Mitarbeiter und das werte Volk, hallo. Sondern wie ich. Dom, bam, dom. Dom. Jemand anderes, ein Hacker. Dom, bam, dom. Der für das Tourette verantwortlich ist und das Grinsen hier. Dank denen habe ich Spastik und Multiple Sklerose. Ja, merke ich. Oder Sie auch? Ist er nicht remote oder alles? Und dann ist tot. Und dann ist tot. Ah, erinnere dich, damit du die Rechnung bist. Mit Einzelverbindungsnachweis. Und dann ist tot. Und dann ist tot. Echt? O2-Mitarbeiter. Haben Sie gemerkt, wie der das nicht will? Und dann ist tot. Wieso denn? Und dann. Tot. 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 Und dann. Echt? Wer? Wann? Wieso? Bamdum! Echt? Weil Bamdum deshalb umgefällt, oder ja? Ja. Und dann ist tot. Und dann ist tot. Dann ist tot. Sommer ist tot. Bam ist tot. Bam ist tot. Sommer ist tot. Dummer mit dem Bamme, dummer. Bam ist tot. Bam ist tot. Ich habe jetzt nur eine Folge aufgeschrieben. Oh. Und Bam ist tot. Sommer, 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 Sommer ist tot. 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 Sommer sorgt für eine Entschädigung. Sommer ist tot. Sommer ist tot. Sommer ist tot. Wer weiß, Look, YouTube, Bam ist tot. Wer weiß, boah, war unterschrieben. Geht um Geld, boah. Der Bam ist tot. Welche Minute sind wir schon? Ich warte schon 5 Minuten. Und Bam ist tot. Ja, der Mitarbeiter kommt auch, sieht da. Der Bam ist tot. Wir fragen nach dem Namen. Fragte ich schon ein, zwei, dreimal, aber ja. Der, wo jetzt hier grinste, verhinderte dies. Ja, wie weit? Kamen nämlich keine E-Mails an. Einzelverbindungsnachweis gibt es nicht bei O2. Wenn man hat, flatteret.
Wie bitte? Ja, guten Tag, Maßmann Christian, mein Name. Ich hätte mal eine Frage. Ich habe zum Beispiel zugestimmt, damit ich das Telefonat aufnehmen lasse. Ich wollte fragen, ob ich das auch aufnehmen dürfte. Das ist nicht für Privatzwecke, sondern nur in Rechtsbezügen. Also es ist... Okay. Okay. Also ich wollte fragen, ich habe der Aufnahme zugestimmt, damit O2 das aufnehmen darf. Und ich wollte fragen, ob ich das auch, ob ich Sie auf Lautsprecher stellen darf. Und das ist nur für den Rechtsbezug. Also es ist keine Privataufnahme, das wäre nur im Rechtsbezug. Nein, nein, ich will nicht, damit Sie das löschen. Ich wollte jetzt fragen, ob ich, weil ich telefoniere jetzt mit Ihnen und ich winke in die Kamera. Und ich wollte fragen, ob ich, dumm, ob ich wollte fragen, ob ich Sie auf Lautsprecher stellen darf. Also ich werde das, ich, wenn ich das aufnehmen darf, lösche ich das nicht. Ich würde das nur aufheben für Gericht und so. Jetzt hat er mich weggeleitet. Sumbam ist tot. Sumbam ist tot. Ist auch kein Ton da. Stopp! Ist tot. Ist tot. Hat er das jetzt gesehen? Oder ist es im Hintergrund? Oh. Sumbam ist tot. Hey! Habt ihr gesehen, wie YouTube aufgelegt hat? Das ist, geht jetzt in den Chat. Das kommt jetzt erstmal auf Video. 27 Minuten oder YouTube? YouTube-Check. Soll ich das wirklich? Ich meine, der eine Typ hat ja gesagt mit der Aufnahme. Ist ja auch stimmlich auszumerken. Wiedererkennbar. Der hat mir ja gesagt, ich bin in der falschen Adresse. Aber ja, O2-Mitarbeiter, die Viecher packen mich. Könnt ihr rausfinden, wer meine ganzen MBs verbraucht. Ich hab 500 und bekomme nur 50. Also bitte beantworten. Dankeschön. Somit beende ich jetzt das Video, oder ja, ich denke schon. Und dann lade ich es auf YouTube auf und schicke einen YouTube-Link an die Mitarbeiterschaft und frage, wie weit... Ja, ne, ich meine, im Endeffekt kann ich das auch so raufhauen. Ha, ist tot. Ja. Waren ja welche Gespräche vorhanden? Erstmal ist zweimal aufgelegt worden, oder haben die Viecher, wo hier Tourette verantwortlich sind, die Existenz von euch geklaut, von den Tourmitarbeitern? Dummbarm ist tot und haben aufgelegt. Dummbarm ist tot. Ich höre dir auch diese Stimme hier. Dummbarm ist tot. Dummbarm ist tot. Das ist ja die Frage, die ich jetzt beinahe vergessen. Dummbarm ist tot. Also meine Stimme, nicht die Dummbarm ist tot, der Stimme. Dummbarm ist tot. Kurz vom letzten Dummbarm ist tot, was leiser war, waren Zähneknirschen da. Dummbarm ist tot. Ey. Wem fällt dir was auf? Kennt ihr Leute von der Polizei? Dummbarm ist tot. Oder Psychiatrie? Wieso war das Dummbarm ist tot? Ist immer lautlos. Dummbarm ist tot. Ey, das ist nicht Dummbarm ist tot. So. Wem sagt das was, oder Herr Dr. Riedel, Neurologe? Hm? Dummbarm ist tot. Ey. Das haben Sie doch wie oft gehört. Naja, bei der Visite, wo Sie hier waren und dann abgehauen sind. Dumm! Haben Sie das auch gehört, mich sagen zu Ihnen, oder? Dumm! So. Also, Dr. Riedel, welche Antwort haben Sie? Also, schreiben Sie im Arztbericht, Dankeschön. Und beim Arztbericht wird veröffentlicht, wie dieses Video hier, was Sie sehen, auf YouTube. Dumm! Ja, wenn nicht, dummbar abgeloadet wird. Dummbar ist tot. Dumm! Der lachte jetzt, weil er wusste, damit er dumm hat sagen lassen. Dumm. Dumm. Tot. Dumm. Dumm. Ja, was lachte der Depp jetzt? Aber beenden ist das Video und es wird O2. Ja, der Bäcker wird was sehen. Dummbarm ist tot. Oder der Bäcker? Das grinse ich mal. Dummbarm ist tot. Jetzt nicht mehr. Ich grinse auch nicht. Naja. Dummbarm dumm. Dumm. Dummbarm dumm. Was ist hier los? Dummbarm. Herr Dr. Riedel. Dummbarm ist tot. Herr Riedel, Sie kommen in die Geschichte. Mit jeder Riedel. Dummbarm, ey, alle Riedel. Dummbarm, ey, dumm. Sehen, was geredet, ey, was geschreibt wurde. Oder Herr Riedel. Dummbarm, ey, dumm. Dummbarm, ey, dumm. Dummbarm. Aber ja, sind wir gleich bei der 30. Minute. Beenden wir mal. 5, 4, 3, 2, jetzt kommt auf YouTube. Dankeschön.